Wir sind zu Gast bei Familie Müller in Herzogenaurach, die sich bereit erklärt hat, uns ihr Hobby des Lego-Bauens vorzustellen und zu erzählen, wie sich dieses Hobby über viele Jahre in der Familie entwickelt hat. Die Modelle repräsentieren Motive aus unterschiedlichen Themenwelten und Jahrzehnten. Einige besonders schöne Exemplare konnten wir aus der Nähe betrachten und deren Details bewundern. Die Anzahl der Lego-Bauten ist inzwischen so umfangreich, dass sie nicht mehr in einem einzelnen Zimmer untergebracht werden können, sondern die gesamte Fläche im Dachgeschoss des vor einigen Jahren bezogenen Hauses einnehmen. Die fertigen Bauten sind teilweise in Regalfächern ausgestellt. Andere sind aus Platzgründen auf dem Fußboden verteilt. Wir wollten wissen, wie dieses Hobby sich in der Familie entwickelt hat. Dazu befragten wir Christian Müller, wann er mit dem Sammeln und Bauen begonnen hat. Ich hätte mal gesagt, auch so im Alter von 4 bis 5 Jahren habe ich die ersten Lego-Teile gekauft. Darunter zum Beispiel hier dieses Polizeiboot, ganz selten, ganz alt. Da haben die Männchen auch noch keine Arme und nicht beweglich wie jetzt. Das war das allererste Teil, das ich mir gekauft habe. Das Interesse am Lego-Bauen blieb nicht auf Sie beschränkt. Wie viele Familienmitglieder haben sich an dem Hobby beteiligt? 4. Also es hat früher auch nur meine Schwester gesammelt, dann mein großer Sohn und das haben wir dem Ganzen, dem Kleinen, dann weitervererbt. Was war Ihr erstes größeres Werk? Das erste größere Werk war eigentlich die Ritterburg, zu damaligen Zeiten auch sehr teuer. Und war eigentlich immer von meinen Taschengeldern, was ich mir zusammengespart habe oder zu Geburtstagen bekommen habe, dann sowas wie die Ritterburg. Das war eigentlich das erste große Teil. Mhm. Und ansonsten war zu der damaligen Zeit noch nicht die Themenvielfalt. Da war eigentlich hauptsächlich alles Lego City mit Feuerwehr, Polizei. Und ist auch eine der ersten Polizeien, die ich gekauft habe, ist auch mit die älteste. Und wie hat sich die Komplexität der Bausätze entwickelt? Früher war von der Komplexität eine Zugbrücke schon das höchste der Gefühle. Mit einer Schnur und runterkurbeln war technisch das Hochwertige und man konnte sie eigentlich auch nur seitlich aufklappen. Mehr gab es da dazu nicht. Und jetzt ganz viel Detail, ganz viel Spezielles mit Falltüren, Laserkanonen, was es so gar nicht damals darstellbar war und auch vom Bauen her nicht möglich war. Die Komplexität spiegelt sich auch in den Katalogen und Bauplänen wider, wie ein Vergleich zwischen der Bauanleitung für die Ritterburg und dem Bauplan für den Star Wars Todesstern zeigt. Dieser enthält neben vielen Details auch Kommentare zu den entsprechenden Filmszenen. Und die ganz moderne Technik mit Elektrik und Elektronik? Das ist was, was mich nicht so begeistert hat. Ich habe auch nur ganz wenige Teile wie Lego Technik. Und auch die Lego Technik war damals relativ einfach, wo man eigentlich nur mal Lenkräder zum Steuern hatte oder ein Förderband zum Kurbeln mit Gummis. Das war damals schon von der Technik her außergewöhnliche Sachen. Jetzt gehen die ganzen noch viel spezieller mit Hydraulik und auch an die Tausende von Euro ran, was da die neuesten Lego-Technik-Teile kosten. Die Sammlung ist inzwischen sehr umfangreich. Haben Sie sich schon mal von Teilen getrennt? Ich habe auch schon mal geschaut im Internet, ob ich so alte Teile finde oder was das bei Sammlern wert wäre, wenn man es verkaufen würde. Aber so detailliert findet man das eigentlich so gar nicht mehr drinnen. Mhm. Und dann sagt man auch, das ist wie dieses Polizeiboot, ist ein, sagen wir mal, Kindheit, was da noch mit verbunden ist, wo man gar nicht mehr hergibt. Ihre Sammlung enthält auch ausgefallenere Themen, wie zum Beispiel aus dem asiatischen Kulturkreis. Auch dieses asiatische Thema mit drinnen. Der Lego-Bausatz Ninjago basiert auf einer animierten Familien-Action-Fernsehserie, die seit 2011 läuft. Ähnlich wie bei Star Wars besteht die Handlung in dem Kampf zwischen Gut und Böse. Man muss ein Faible dafür haben. Und muss sich auch damit beschäftigen. Und das war hauptsächlich
von meinen Jungs, die waren beide da mit, weil es eben auch spektakulär ausschaut, wie es hergestellt worden ist. Am intensivsten betreibt das Hobby der jüngste Sohn der Familie Müller. Felix, wie alt bist du? Ich bin 13. Wie kamst du zu diesem Hobby? Mein Vater hat das angefangen und ich habe es halt dann weitergeführt, weil ich es sehr interessant finde. In welchem Alter hast du damit begonnen? Ja, so um die 5 Jahre, würde ich sagen. Und kleinere Sets halt dann und dann immer größere halt. Wo findest du die Ideen für deine Bauten? Ich gucke immer im Internet oder auch öfters in den Läden in meiner Umgebung und schaue mir halt dann an, welches Thema es ist. Wie zum Beispiel Star Wars bin ich sehr begeistert drüber oder auch Lego City und kaufe das bestimmte Teil dann. Welches Thema begeistert dich am meisten? Bisher begeistert mich am meisten das Star Wars Motiv, wie zum Beispiel den Todesstern, der neben mir steht. Und ich finde den sehr schön, weil er detailreich ist und auch ein bisschen über den Film geht. Aus wie vielen Teilen besteht dieser Todesstern? Aus 4000 Teilen ungefähr. Und manche Sets haben dann halt weniger. Also das ist schon sehr besonders, so viele Teile. Wie lange hast du für die Fertigstellung gebraucht? Beim Todesstern habe ich um die 8-9 Stunden gebraucht. Bei anderen Sets, die genauso viel hatten, habe ich dann ein bisschen länger gebraucht, weil ich ein paar Pausen eingelegt habe. Ja. Wie viele Modelle hast du inzwischen gebaut? Das kann ich nicht sagen, weil es zu viele sind. Das ist also definitiv viel mehr als 100. Sind deine Freunde ebenfalls Lego-Sammler? Ich habe einen Freund oder halt viele Freunde von mir haben Legos. Die sind zwar nicht so begeistert wie ich, aber mein anderer Freund, der kauft auch sehr viele Lego-Sets. Der lässt sie aber nicht aufgebaut, sondern zerlegt sie, um dann selbst Sachen zu erfinden oder halt selbst zu bauen. Woher bezieht ihr eure Lego-Teile? Das ist verschieden. Öfters über eine Freundin von meinen Eltern. Auch öfters in meiner Umgebung, wie zum Beispiel dem Elwager. Wo kann man eure Sammlung sehen? Also ich habe mit meinem Freund einen YouTube-Kanal angefangen und habe da so Stop-Motions gemacht. Das sind Bilder, die in kleinen Schritten halt gemacht werden, sodass halt danach Video entsteht. Wie teuer ist so ein Bausatz wie etwa der Star Wars Todesstern? Der Preis ist halt unterschiedlich, kommt halt auch öfters auf das Thema an, weil vielleicht Lego auch Lizenzen oder so kaufen muss, damit sie das halt bauen dürfen. Star Wars sind die Sets sehr teuer, weil sie natürlich auch die Lizenz bezahlen müssen für Disney. Und Sachen wie zum Beispiel Lego City sind halt dann nicht so teuer. Zum Beispiel der Vergleich zwischen zwei Sets, die genauso viele Teile haben, wo der Preis aber dann der Unterschied so um die 300 Euro sind. Also ist dann auch nicht wenig. Was macht ihr, wenn ein Thema euch nicht mehr interessiert? Mein Bruder zum Beispiel hatte nicht mehr so die Begeisterung dafür und hatte halt dann zum Beispiel seine Lego Harry Potter Sammlung verkauft mit so 10 Sets. Die waren jetzt nicht die neuesten Lego Harry Potter Sets, da gibt es jetzt schon sehr neuere. Sondern das waren halt dann sehr alte Sets, die auch einen sehr hohen Wert haben, weil Sammler die dann kaufen wollen. Wie wir gesehen haben, kann der Reiz, themenspezifische Miniaturwelten mit Lego-Bausätzen zu realisieren, eine ganze Familie über mehrere Generationen begeistern.